Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industries. Ja, oh, was ich gerade hier sehe, ist, dass unsere coole Mine relativ dünn besiedelt ist. Hat die überhaupt noch Bagger? Ja, die hat Bagger, aber wo sind die denn gerade aktiv? Ihr müsst mal bitte woanders hinfahren. Ich editiere euren Bereich kurz. Gut, und ihr kriegt von mir jetzt wieder vorgeschrieben, was zu tun ist. Die sind auf plus 1, die sind auf minus 2. So, mal ganz blöde Frage, was würde passieren, wenn ich hier Wasser durchbuddel? Also ich soll es nicht machen, weil dann wäre hier wahrscheinlich alles unter Wasser. Aber es wäre interessant zu wissen, ob dann das Wasser reinfließt. Vielleicht machen wir das, wenn die Kohlemine wirklich erschöpft ist, dass wir das wirklich als See nutzen. Das wäre cool. So als kleinen Port oder sowas. Aber als erstes würde ich jetzt mal sagen, müssen wir ihm hier sagen, was er zu tun hat. Und zwar erstmal hier runtergehen. Genau. Dann ziehen wir außerdem ein paar Bagger hier mal schnell ab. Wir brauchen nicht unbedingt die Menge jetzt gerade hier. Aber ich hätte gerne hier wieder welche, die im Einsatz sind. Wollte gerade fragen, die müssen hier außen rumfahren, damit sie hochkommen. Ah, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, da habe ich mir was eingefangen. Da habe ich was richtig Schönes eingefangen. Aber langsam erweitert sich hier die Plattform auch. Bedeutet, wir haben Möglichkeiten, mehr Wasser zu produzieren. Und wir haben ja letztes Mal mitbekommen, unsere Grundwasserressource wird eine unserer Grundwasserressourcen, sogar eine unserer neueren, wird knapp. Wir pumpen die natürlich auch leer wie Sau. Haben wir hier Reserven notfalls angelegt? Ich glaube nicht, ne? Also es gibt keinen Reserventank aktuell. Das ist natürlich ungut. Ich würde einfach mal aktuell hier einen großen Speicher hinsetzen, der befüllt wird. Den ich natürlich falsch rum platziert habe. Halleluja! Kann ich den notfalls drehen? So, jetzt halt nochmal das Ganze. Dann tun wir ihm hier unten einen Anschlag anbringen. Das hier hinbringen. Den Anschluss schnell entfernen. Und das wieder anbringen. Hier passen 2100 Liter, ca. 1100 Liter Wasser rein. Das ist eine große Menge. Und die wird hier oben wahrscheinlich die Ressourcen großteils leer. Die werden leer gesaugt. Pump, fertig. Aber das wird jetzt erstmal dazwischen zu Speicher bedeutet, dann sehen wir ein bisschen, wie was abgeht. Rohbenzin ist fertig. Das ist ganz interessant. Die Elektrolyse wäre dann noch eine Sache. 1, 2, 3 habe ich hier noch zu erforschen. Ich würde dich gerne zur Warteschlange hinzufügen. Dich auch hier. Abwasseraufbereitung. Das wäre eine interessante Sache. Da würde ich gerne mit dem hier noch warten, dann auf dich gehen und dich hinzufügen. Vielleicht euch auch mal von der Warteschlange noch entfernen. Bei der Glasherstellung brauchen wir jetzt unbedingt eigentlich dann mal für die Produktion von neuen Maschinen. Rohrleitungen 3. Holy shit. Fortgeschrittene Verhütung. Zerkleinertes Eisenerz. Alter, jetzt wird es aber nochmal ganz speziell. Und hier gibt es dann die neuen. Und da brauche ich Elektronik für. Ach du heilige Scheiße. Stromgenerator 2, Niederdruckturbine 2 und Hochdruckturbine 2. Da ist das Gewächshaus. Das brauche ich. Warum? Dann kann die nicht, soweit ich weiß, hat einen um 50 erhöhten Ertrag im Vergleich zur Farm. Pflanzen benötigen zusätzlich 25% Wasser und Dünger. Aber.
So wie ich es verstanden habe, kann ich das überall bauen. Und das wäre natürlich so absolut, oh, Atomreaktor. Oh, schön. Alter, Fliegen geht mal weg. Ja, ey, ich brauche hier einen Staubsauger wieder. So. Ich hoffe, dass wir mit der neuen Art jetzt das Ganze voranbringen. Was stoppt dich jetzt? Was fehlt dir? Öl. Liegt es daran, dass ich keine funktionierende Verteilung wirklich habe? Ich glaube teilweise, dass einfach das Öl nicht durchkommt, so wie es sein sollte. Und dass ich das viel effizienter designen müsste. Wir haben schon ein Kabel geht hier raus und das führt dann hier wie eine Schlange durch. Ich könnte aber hier zwischendurch noch einen Punkt anschließen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, hier sind drei und ich schließe jetzt hier nochmal einen an. Gut. Gut, dann haben wir das schon erledigt. Dann müsste hier das Öl jetzt gut durchfließen können. Ich hoffe, das ist das richtige Kabel. Ja, müsste es sein. Gut. Dann müssten die jetzt auch mehr im Betrieb sein. Einen höheren Produktionsausschuss haben. Dich pausieren wir jetzt erstmal wieder. Weil die Leitungen schauen relativ leer aus. Kann das sein? Es geht. Mal so ein bisschen Blick drauf haben, was abgeht. Schlimmste ist, wenn du Dampf aufhalten musst. So. Also den laufen zu lassen ist vielleicht gar nicht die schlechteste Idee. Grundwasserbund hat keine Ressource mehr zum Extrahieren. Ihr seid jetzt echt bummleer. Also die Ressource gibt es hier gar nicht. Hoch. My bad. Bedeutet, wir müssen uns jetzt hier ernsthaft überlegen, was wir als Alternative einführen. Weil wir haben hier echt nichts auf Lager. Okay. Also allein für euch fünf, vier bräuchte ich jeweils einen eigenen. Bedeutet, ich bräuchte wieder 5 Wasserextraktoren, die Dampf benötigen. Wo wir gerade so von der Masse ein bisschen drüber liegen. Und wenn ich nicht, ihr braucht die auch relativ viel Dampf eigentlich. Ja, es geht. Es geht. Aber damit kommen wir jetzt auch nicht hinterher, dass wir hier dann eine zu geringe Wassermenge haben. Der ehre Gedanke ist... Hier fließt aber auch nicht genug Wasser durch, ne? Ich habe hier nicht schon so viel angeschlossen. Nochmal kurz auf die Wasserpositionen schauen. Was ist, wenn ich hier oben ein paar Wasserpumpen platziere, die nach hier unten sich anschließen gehen? Also was wir als erstes machen werden, um mal hier einen Weg für die Zukunft zu designen, ist zu sagen, hey, hier müssen die Kabel, die hier drüber gehen, alle drunter durch, egal was ist. Das ist alles Kohle, okay. Zeigt jetzt hier nur die Kombi an, was hier drin ist, oder? Ja. Zeigt nur die Kombi an. Gut. Dann, wir brauchen Wasser. Ich kann hier oben per Hand natürlich einige platzieren, wahrscheinlich.
ohne wirkliche Probleme. Oder ich platziere die einfach hier am Rand entlang. Wenn ich sage, jeweils zwei fließen ineinander und gehen dann den Berg rauf. Schauen wir mal, was das ergibt am Ende. Vielleicht ist das jetzt auch wieder vollkommen übertrieben, aber wir haben's. So. Gut. So, okay. So. Das ist jetzt mal die Verbindungsstrecke hier drüber. Gut. Schauen wir mal, ist das hier? Das schaut aus wie ein Piranha-Becken, ey. Was ich hier angestellt habe. Aber vielleicht hilft's, vielleicht hilft's. Okay. Was war das denn? Und jetzt werden wir relativ viel Ressourcen verlieren, weil wir halt das ganze Wassersystem umbauen müssen, ein bisschen. Richtung ändern. Jetzt ist die Sache, jetzt muss man das ganze Wassersystem natürlich umdrehen. Jetzt muss das Ganze in die andere Richtung schauen. Aber ja, das ist jetzt wohl nicht mehr das Schlimmste sogar. Irgendwas passt ihnen schon wieder nicht. Ist das die starke Auslastung? Was habt ihr denn? Wasser. Die Wasserversorgung kommt echt so ein bisschen nicht hinterher, kann das sein? Ja, schaut echt so aus, als ob die Wasserversorgung gerade ein bisschen am Struggeln wäre hier. Ja, absolut kein Problem. Aber ihr könnt mir mal schreiben, wie ihr das seht. Denkt ihr, ich muss wirklich, also ich werde so oder so wahrscheinlich auch eine längerfristige Methode umsteigen in Zukunft, Wasser zu produzieren, aber... Denkt ihr, es wäre jetzt schon schlau? Ich bin mir da gar nicht sicher, ob es jetzt schon anfangen wäre, ob es jetzt schon schlau wäre, das alles zu erzeugen. Also die Menge, die jetzt hier an Wasser reinkommt, muss doch langsam reichen, oder? Ganz ehrlich. Wir kommen nicht hinterher, Akte mit dem Wasser. Eieieiei. Sachen, die mir nicht aufgefallen sind. Noch eine Produktionsstätte.
Gut. Anschließen. Genug Wasser durchpumpen. Das erste Mal, dass jetzt mehr Wasser durchgelaufen ist. Ja, jetzt schaut es besser aus. Jetzt steigt der Wasserstand wieder so ein bisschen. Ah. Steigst du? Du steigst, ja, du steigst. Schön. Das ist schön zu sehen, dass das jetzt alles steigt. Glaserstellung haben wir auch schon erforscht. Elektrolyse ist auch schon auf dem Weg. Oi. Hier so langsam geht es so ein bisschen Schlag auf Schlag. Glashüttung. Braucht flüssiges, geschmolzenes Glas. Ist die Frage, wo stellt man... Ah, hier, geschmolzenes Glas. Kommt aus Kohle und Mischglas. Wo zur Hölle kriege ich Mischglas her? Mischglas wird aus Sand und Kalkstein sowie Salz hergestellt. Was ist das hier unten? Hochofen 2. Oh. Ja, aber da mache ich auch wieder Schlacke draus, ne? Wieder einfach schlau, das Rüben zu machen. Dafür müsste ich jetzt Salz herstellen. So. Oder ich tue einen LKW dafür den einstellen, der das macht. Ja, das muss man echt überlegen, ne? Das ist jetzt wieder so. Tankstelle hat keinen Treibstoff. Warum nicht? So, jetzt scheine ich irgendwie immer andere Probleme herzustellen, aber Dampfbedarf. Jetzt ist genau das, was ich hier vermutet habe, dass wenn ich das so versuche zu lösen. Ah, nee! Quatsch! Das Problem liegt gar nicht daran, sondern dass wir kein Wasser aktuell produzieren. Wenn wir jetzt die Leitungen auf Schnelle produzieren noch. Dann sollte das Wasser fließen in 0, nix. Neue Anlage ist fertig. So. Ab über die Berge. Das war jetzt nur das Problem. Okay, ja, aktuell sind die extrem ausgelastet. 5 sind untätig. In der Mine hier. Ja, okay, das können wir vielleicht mal echt reduzieren. Ist gut zu sehen, dass ich hier weiß, was passiert. Dem Bergbau zugewiesen. Gebäuden zugewiesen. Okay, es wird hier manche geben, die eventuell ein bisschen untätig sind. Ich hoffe nicht, dass es immer ist. Aber hier schaut zum Beispiel jetzt gerade ganz gut aus, dass wir alles in einigermaßen Sachen reinkriegen. Die Energie hat sich angepasst, perfekt. Ja, jetzt wird immer mehr benötigt. Man merkt es zwischendurch, dass die Energie kickt. Produzieren zum Glück noch Dampf aktuell, aber das sollte sich jetzt ja gleich umdrehen. Ja, jetzt dreht sich wieder um. Jetzt startet das Ganze wieder hoch. Wir haben wieder Wasser in den Leitungen drin. Die Frage ist, ob man das hier nicht oben in Tanks aufteilt. Dafür müsste ich erstmal da hochkommen, ne? Obwohl, ich war schon mal oben. Habe ich noch einen Weg nach oben? Ja, weniger. Da habe ich mir mit dem Kalk zervernichtet so ein bisschen. Das Ganze. Naja, aber wenn der Kalk weitermacht, dann kommen wir da irgendwann auch wieder rauf. Beziehungsweise wir buddeln uns sonst wieder einen Weg hoch. Wir haben ja eine Einsatztruppe aktuell, die sich um sowas kümmert. Was ist mit dir los?
Du hast aber keinen Weizen, sagst du. Ja, hier scheint der eine Reservetank voll zu sein, der andere ist natürlich leer. Ja, aber okay. Wie gesagt, ist alles so ein kleines Spiel. Wir werden das alles hier schon herausfinden, wie das alles am besten funktioniert. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr nicht habt. Schreibt in die Kommentare, was wir alles noch ausprobieren sollen hier. Wie gesagt, unsere große Energieanlage hier ist ja schon relativ fett. Hier werden wir vielleicht in Zukunft auch wieder umbauen müssen. Beziehungsweise hier wird ja ein Add-on noch rankommen für das Schwertdestillat in Zukunft. Ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.